Ein Schwimmbecken zu beheizen ist rein energetisch, vor allem aber kostentechnisch ein dickes Ding. Bedenken wir dabei auch den Wärmeerhalt eines Schwimmbeckens, also das Ausgleichen der Wärmeverluste über die gesamte Saison hinweg, so erreichen wir schnell Platz 2 des Gesamtwärmebedarfs eines Schwimmbades. In Freibädern sogar deutlich Platz 1. In dieser Folge sprechen wir über einen absoluten Gamechanger. Eine Muss für jedes Schwimmbad, egal ob Hallen- oder Freibad, Wellness- oder Kommunalbad. Und dafür brauchst du pauschal nur die 30-3-Regel, denn die spricht für sich alleine. Viel Spaß beim dritten Teil der Energieeffizienzreihe Beckenabdeckung. Let's go! Stell dir vor, du kannst noch heute Abend in diesem warmen und wundervollen Außenbecken nach all dem Alltagsstruggle deine Seele baumeln lassen. Für ein paar Minuten deine Augen schließen, entspannen, um deinen Akku wieder aufzuladen. Ich bin sofort dabei. Aber zu welchem Preis? Wie sieht das energetisch aus? Heizen wir für die Luft- und Raumfahrt mit? Wie kann man so ein Schwimmbecken überhaupt kostenbewusst und energieeffizient beheizen? Beschäftigen wir uns zunächst mal mit der Wärmeenergie eines solchen Schwimm- und Badebeckens. Wasser ist ein idealer Wärmespeicher, denn Wasser besitzt eine hohe spezifische Wärmekapazität. Das heißt, Wasser kann sehr viel Energie aufnehmen, ohne dass sich die Temperatur groß verändert. Aber Wasser verliert auch Wärmeenergie und das sorgt dafür, dass wir immer wieder Wärme nachführen müssen, um die Temperatur zu erhalten. Und genau in diesen Verlusten steckt aber unser Potenzial. Gehen wir von einem klassischen 25 Meter Außenbecken aus, also einem Freibad in der Sommersaison, so benötigen wir neben den Schwimmbecken-Eckdaten für eine genaue Berechnung der Wärmeenergieverluste Wetterdaten, geografische Daten, Lagedaten und dann ist noch eins vom anderen abhängig. Ich will damit sagen, dazu reicht nicht die Formelsammlung der Berufsschule, denn die Berechnungen der einzelnen Verlustfaktoren in Kombination mit deinen spezifischen Daten, die ist hochkomplex und gleicht eher einer Doktorarbeit. Glaub mir, ich habe es versucht. Am Ende war ich aber froh, dass unser Filmpartner sich genau darauf weiter spezialisiert hat und so bekommst auch du deine Ergebnisse individuell und ohne dabei ein Studium der Naturwissenschaft absolvieren zu müssen. So kommen wir zu folgendem Ergebnis. Der Frischwasserausgleich, der liegt knapp bei 20.000 Kilowattstunden. Die Verdunstung bei 270.000 Kilowattstunden, Emissionen bei 100.000 Kilowattstunden, die Konvektion bei 75.000 Kilowattstunden und Erdreich und Anlagen summieren sich auf ca. 35.000 Kilowattstunden, was ein Gesamtwärmeverlust von etwa 500.000 Kilowattstunden bedeutet. Auf der Wärmeenergie-Gewinnseite reiht sich die Sonneneinstrahlung bei 270.000 Kilowattstunden und die Wärmeübertragung durch die Pumpen etwa bei 22.000 Kilowattstunden ein. Ergo, wir benötigen zum Beheizen in der Sommersaison eine Zusatzleistung von 262.800 Kilowattstunden, um das Wasser bei 24,5 Grad Temperatur zu erhalten. Für dieses Filmprojekt haben wir uns für die mobile Variante der Beckenabdeckung entschieden, weil diese zum einen flexibel einsetzbar sind, ja, beispielsweise dann nicht nur in deinem Freibad, sondern auch zusätzlich im Hallenbad. Man könnte es auch gemeinsam in einer Nachbarschaftskooperation nutzen, wenn diese vielleicht auch nur ein Hallenbad betreiben. Und auf der anderen Seite, weil es eine schnell umsetzbare, einfach handelbare und vor allem aber auch eine kostenneutrale Möglichkeit darstellt. Denn nachträglich, baulich, fest installiert, naja, ihr wisst, oft schwieriger als gedacht.
Das verwendete Material der Beckenabdeckung wird in zwei Varianten angeboten. Variante 1, ISO Deluxe, einem geschlossenen schwimmenden Schaumstoff LPDE in verschiedenen Stärken und Wärmewiderständen, natürlich chlorbeständig, ohne Weichmacher und ohne PVC. Die zweite Variante mit dem Namen Extra Sun, wir sagen auch die Bubble-Variante dazu, besteht aus Polyethylen, geschützt durch eine antioxidative Behandlung, um Beschädigungen durch das Chlor zu vermeiden. Diese Variante ist die kostengünstigere und beruht auf der Geo-Bubble-Technologie. Ja, das mal zur Abdeckung. Aber wo bringe ich die unter? Je nach Größe und Geschmack kannst du dich hier zwischen dem Jupiter 2 oder dem Neptun-System entscheiden. Und nein, das sind keine Mondfahrzeuge, sondern die zugehörigen Aufrollsysteme. Einfach, doppelt, manuell, motorisiert, auf Rollen. In unserem Beispiel 25 Meter Becken haben wir eine Breite von 12,5 Metern. Das würde für das Neptun-System sprechen, denn du kannst deine Beckenabdeckung auch in zwei Teilen bestellen und brauchst aber nur ein Aufrollsystem. Ich habe in Bad Aibling eine Vorführung begleitet und dabei nicht nur diese Filmaufnahmen gemacht. Ich habe mir das ganze System genauer angesehen und ich bin durchaus positiv überrascht, wie einfach, leicht und unkompliziert du heute bares Geld sparen kannst. Schauen wir uns das Ergebnis an. Mit Beckenabdeckung in unserem Beispielbecken und allen Berechnungsdaten erreichen wir über die gesamte Sommersaison eine Einsparung von 45% durch die verminderte Verdunstung, 26% bei der Emission und 17% bei der Konvektion. Das heißt, am Ende unterm Strich reduzieren wir den Wärmebedarf der Zusatzheizung um 152.800 Kilowattstunden. Bei einem durchschnittlichen Gaspreis von 70 Cent pro Liter kommen wir so auf eine Kosteneinsparung von 10.700 Euro in der Sommersaison. Rechnen wir mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 1,08 Euro, so sind es sogar knapp 17.000 Euro. Wenn wir uns also die Prognosen der Preisentwicklung für die kommenden Jahre ansehen, so kommen wir hierbei eigentlich kaum um das Thema Beckenabdeckung herum. Natürlich ist eine Einsparung immer mit der Investition verbunden. Außer du lässt natürlich deinen Badegast in Zukunft frieren. Aber hierbei kommen wir zurück auf die 30-3-Regel. Denn grob gerechnet kann man immer sagen, ich spare mit Abdeckung 30% Wärmeenergie und habe das in 3 Jahren amortisiert. Wir sind nun am Ende angelangt und ich möchte mich nochmals herzlich beim Team Dr. Nüsken bedanken. Und ihr da draußen solltet zum Hörer greifen und euch schleunigst euren Vorführtermin sichern. Wenn ihr mehr Einsparung aus eurem Becken rausholt, wie in unserem Beispielbecken, dann natürlich schreibt mich an. Ab in die Kommentare damit und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.